Damit haben wir hier oben unsere Live Gains. Hier ist mein Jorion. Mhm. 80 Karten im Deck. 80 Karten im Deck. Leider Gottes. Dann klauen wir mal von meinem Yu-Gi-Oh! Deck die Würfel. Zwei hoch. Ja. Das ist eine 7, nicht so hoch. Ui. Das ist eine 6, das ist genau eins drunter. Ja. Ich habe bei Würfeln nie Glück, den Erstzug zu kriegen. Egal, ob es Warhammer 40k ist, Magic, Commander. Warhammer 40k brauchst du doch nicht den Erstzug. Niemals. Gut, dann, wir haben schon gemischt. Hm? So abheben. Kannst du gerne tun, wenn du möchtest. Ja. Mir ist es egal. Das ist nur Legacy. Das sind jetzt die neuen Sleeves, die du im Stream. Das sind genau die neuen Sleeves, die ich im Stream aufgemacht habe. Genau. Nice. Und dann 7 Karten ziehen und einmal Legacy starten. Das ist dein erstes Legacy-Spiel? Ja. Allererstes? Ja. Mit Eldcast? Ja. Sehr cool. Ich kann das halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das kann ich auch halten auf jeden Fall. Gut, dann habe ich eine Tundra und eine Enterviole. Das war jetzt das blau-weiße Dual-Land und zu Beginn des Versorgungsmoments kann ich auf das Artefakt eine Marke legen, wenn ich möchte. Und ich kann jetzt Artefakt tappen, um eine Kreatur aus meiner Hand ins Spiel zu bringen, die genauso viele Mana-Kosten hat, wie Marken da drauf sind. Okay. Also keine gute Commander-Karte. Dann dein Zug. Ja, okay. Oh mein Gott. Kannst du mal eine Karte ziehen? Diese Karte, ja. So nervös. Diese Karten. Man muss jetzt dabei sagen, Tim weiß auf jeden Fall, wie man Magic spielt. Mhm. Aber er spielt immer so mit größeren Decks als das da. Mhm. Und er hat sich das Deck gewünscht. Mhm. Okay, ich hoffe mal, das ist jetzt das richtige Play. Sitzt der Synode. Ja. Mishra's Bubble. Okay. Mox Opal. Okay, das ist gut. Das ist schon mal gut, ne? Ja. Hast du schon mal 3 Artefakte und 2 Mana? Ich hoffe mal, das ist gut. Mit den 2 Mana, Shadows of the Void für 1. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Warte, dann tun wir so ein M&M da drauf, ja. Wie sich das gehört. Ah, oh, kein M&M. Genau, das ist schon ziemlich gut. Ich glaube, das war ein guter erster Zug im Legacy. Ja, Enter, Draw. Ja, du bist, ja. Marshlets, Fetch. Fetch, ja. Für Underground 10. Oh, diese Karten. Ja, gut. Ja, gut. Abheben, wenn du möchtest. Ja, passt. Dann eine Baleful Strix für 2 Mana. 1-1, fliegen Death Touch. Wenn das Spiel kommt, sich eine Karte. Ja. Ich denke, dann du. Okay, ich überlege jetzt auch, ob ich die Mishra's Bubble aktivieren sollte. Für eine extra Karte ziehen in deiner Endphase. Kannst du natürlich probieren. Ja, mach ich mal. Ich crack die Mishra's Bubble und guck mir die oberste Karte deines Decks an. Dann du. Und genau. Und zieh jetzt in meinem Upkeep eine Karte, ne? Also, untap, Upkeep, ich ziehe eine Karte wegen Mishra's Bubble. Draw, ich ziehe eine Karte für meinen normalen Draw. Ah, nice. Ich spiele eine Ursachssaga. Ja. Oh, diese Karte habe ich tatsächlich auch selber einmal. Die ist auch gut. Ja, und teuer. Ja, so, das ist true. Ja, gut, die anderen Karten sind gar nicht so teuer. Genau, die ist jetzt bei 1. Können wir einmal alle machen. Jawohl. Oh, Moxipal, ey, das ist nice. Ich würde mal für ein blaues eine Gedankenanordnung spielen. Ja. Hab ja 4 Artefakte. 3 Artefakte. 3 Artefakte. Ah. Dann muss ich tatsächlich noch die Ursachssaga tappen. Genau. Dann ziehst du 2 Karten. Zieh 2 Karten. Oh, das habe ich falsch gemacht. Oh, Fehler. Kann passieren. Ja. Ich bin noch eine Mishra's Bobble. Ja. Dann würde ich jetzt für ein blaues noch eine Emry spielen. Hm. Die kostet ja ein weniger, bla bla bla. Genau, die obersten 4 Karten meiner Bibliothek im Friedhof. Genau. Noch eine Emry. Ancient Tomb. Zord Monitor. Lotus Petal. Hm. Okay. Und die kannst du dann nächste Runde aus dem Friedhof casten? Wenn ich die tappe, genau. Das ist. Die ist auch in dem Pioneer-Deck dann, ja, das ich mir gerade baue. Viel zu stark. Und dann bist du. Dann. Enter. Lass dich auf 1. Mhm. Zieh die Karte. Mm.
Tundra. Muss ich einen Recruit of the Guard spielen? Ich darf meinen Deck nach einer Kreatur durchsuchen mit meiner Kosten von zwei, von Verteidigungsstärke von zwei oder weniger. Okay, ja, machst du. Dann durchsuche ich mal mein Deck. Ach. Die hast du auch nicht hochgetickt? Nein, auch mit Absicht nicht. Ja, wegen nochmal Encore. Aha. Für 0 Mana kann ich ein Damage von irgendwoher auf den redirecten. Das klingt nach einem Combo-Piece. Was? dann kannst du schon mal eins abheben. Warum soll das nach einem Combo? Also ich bitte dich. ich kenne das Deck aber nicht tatsächlich. Dann darfst du. Ja, ist auch nicht so bekannt. Crack die Mistress Bubble gerade wieder. Ich meine, ich habe so viele Artefakte hier. Ja, komm. Ich crack die Bubble. Was ist das denn? Das klingt nach meinem zweiten Combo-Piece. Ja. Okay. Kann ich sie in die Kamera halten? Ja, natürlich. Nein, nicht gucken. Naja, warte. So, jetzt kann es halten. Okay. Ich sehe es ja sowieso. Ja, okay. Dann, ja, mein Turn. Ab. Ja, dein Turn. Untap. Draw für Bubble. Genau, Upkeep. Draw. Und normaler Draw. Draw, und dann geht die auf 2. Genau. Genau, jetzt kann ich ein Construct machen. Yes. Nice. Spielen wir nochmal einen Sitz der Synode. Mhm. Diese Karte ist auch so geil. Spielen eine Ursas-Bubble. Gute Karte. Sollte mal Modern legal werden. Oder Pioneer legal. Standard legal. Die sollte jetzt in. Oh ja, Brothers War. Ja. Mm. Komm, das wäre geil. Zumindest in der Liste. Ja. Ist das Reserved List? Nee, ne? Nein. Ist eine Common. Boah. Aber Ice Age. Uncommon, glaube ich. Uncommon, Ice Age, okay. Okay. Mm. Ich könnte Emry mal tappen, mir was holen. 5 Artefakte hast du auf Dreadshot. Das heißt, dein Monitor kostet 2 Mana. Wenn du vorher ein Konstrukt baust, kostet der 1 Mana. Ja, ich überlege gerade. Moment, dann hab ich. Das kostet 2 Mana. Ich glaube, ich würde erstmal mit Emry was aus dem Friedhof holen. Mhm. Das war. Ah, nee, Moment, dann kann ich den Zaubmann nicht mehr holen aus dem Friedhof. Richtig. Denke nach, Tim. ja, ich will natürlich den Sword Monitor ja irgendwie spielen. Das macht Sinn. Mm. Ja, wahrscheinlich ist es echt am sinnvollsten. Ich mache mir das Construct. Ja. Nehmen wir diesen roten Link, weil ich habe meine Ding vergessen. Meine Token vergessen. Token. Jetzt eine Karte drunter legen. Yes, eine Yu-Gi-Oh! Karte Construct und die ist aktuell 2, 4, 6, die ist 7, 7. Boah. Also sobald du dein spielst. Aktuell ist es 6, 6. Genau, jetzt würde ich mit Emry den Sword Monitor natürlich. Genau, da wieder auf 7, 7. Zwei Karten ziehen. Genau, kommt der Sword Monitor. So viel Platz. Und zieh mit ihm 2 Karten. Ja. Yeah. Gerade kein Mana mehr. Hab 6 Karten auf der Hand, okay. Mhm. Kein 0 Mana Artefakt gezogen. Nee, tatsächlich nicht. Krass. Das sind 6-6, oder? 7-7. Ach, 7-7, deswegen die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay. Puh. Dann bist du. Dann End of Turn, Add a Fiole. Lege ich meinen Nomans Encore rein. Für 0 Mana kann ich den nächsten Damage, der einer Kreatur zugefügt würde, auf eine andere, also den dem zugefügte eine andere Kreatur, Target Creature. Ja. Dann geht die auf 2. Mhm. Zieh eine Karte. Wer hätte es gedacht? Für 2. Sivalin Illusionist. Das jetzt aber mit Aether Wilds Effect. Mit Aether Fuel, genau. Und das kann man nicht neutralisieren. Richtig, deshalb habe ich es gemacht, weil du Force of Wilds weg hast. okay. Dann würde ich die nächsten 2 Millionen Damage, die ihm zugefügt würden, gerne ihm zufügen. Jetzt wird er 2 Millionen mal Ziel von der Fähigkeit. Und immer wenn er Ziel von der Fähigkeit ist, mill ich 3 Karten. Du millst 3 Karten? Ich mill dann 3 Karten, genau. Okay, ja. Gut. Dann mill ich mal mein Deck.
Okay. Scheiße. Dann habe ich. Ich hätte doch diese Karte spielen sollen. Dann habe ich zuallererst mal Nekromöbentrigger. Ah. Die kommen ins Spiel. Ja. Ich glaube, ich habe es verkackt. Das wäre natürlich noch richtig mies. Ich glaube, ich habe es tatsächlich verkackt, weil ich zu früh jetzt draufgegangen bin. Was? Ja. Ich glaube, ja. Ich opfere eine Nekromöbe. Aus seinem Friedhof. Für Cabotherapy. Target bist du. Okay, name a Longland card, target player, reveals this. Ah, okay. Das kannst du jetzt spielen oder wie ist das? Ich will aus dem Card geflashbacked. Mit Flashback. Ah, mit geflashbacked, okay. Das heißt, ich kann Force of Will spielen. Ja. Und dazu ein Cover-Kanonier. Ja. Ist remove from play. Genau. Okay. Dann hat mein Trick schon mal funktioniert. Oh. Weil du hättest auch einfach Chalice of the Void gehen lassen können. Ach, stimmt. So. Aber es ist ein Mail-Trigger, also ein Ding-Trigger. Echt? Ein Mail-Trigger? Ja, also nicht Mail, aber nee, du musst dich dran erinnern. Sonst ist es ein Miss-Trigger. Ah! Okay, ich habe dann mit Chalice of the Void gespielt. Alles gut. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt gerade gewinnen kann. In der Hoffnung, dass du nicht Downforce auflässt. Furchteinflößende Rückkehr. Ich opfere drei Kreaturen. Ich würde gerne eine Kreatur reanimieren aus meinem Friedhof. Okay, dafür hätte ich jetzt Force of Will benutzt. Genau. Weil dann. Ja, kein Tassus Orakel spielen. Ja, gut. Meine einzige Chance war, dass du jetzt gerade den Chalice vergisst. Ah! Hättest du an den gedacht? Ja. Wäre der weg gewesen, du hättest das geforsoffelt, ich hätte verloren. Weil, ich selber, okay. Weil ich selber viel zu greedy war und in die Combo gegangen bin. Ich hätte gar nicht in die Combo gehen dürfen erst. Ja. Und ich hätte im letzten Zug die hier spielen sollen. Kann ich drüber stacken. Achso, aber ja. Kann ich drüber stacken. Okay, ja. Das wäre nicht schlimm gewesen. Außerdem wäre sie gekontert werden durch Jaws. Ach stimmt, das passiert auch bei meinem dann? Ja. Ah, okay. Hast du nur zwei oder drei Karten drin. Ah, okay. Ja. Genau, so wird sogar meins. Wow. Okay. Viele Interaktionen. Ja. Gehen wir mal in Game 2. Ja, nächstes Zug wäre jetzt die ganze Coverkarte und nächstes Zug. Der hat auch zugehauen. Ja. Ja. Dann haben wir Sideboarding abgeschlossen. Spätestens? 18:30. Naja, arm, arm. Das schaffen wir ja noch. Das easy. Notfall auch noch aus Twitter. Die Zeit nehme ich mir. Ja. Da lasse ich mir keinen Stress machen. Nicht an so einem Abend, nicht wenn ich mal zu Besuch bin, nicht wenn ich mal aufnehme. Vor allem mit Live-Commentary ist halt echt selten bei mir. Normalerweise darf ich so mischen auch mit dem? Wie du möchtest. Und den Karten vor allem da drin. Wie du möchtest. Ganz vorsichtig. Wobei, das Deck ist gar nicht so teuer. Warte, ne? Warte. Das sind keine Duel-Lands. Leute, die ich immer wieder schocken kann. Hier sind halt auch meine Duels drin. Ja, ja. Und es gibt Leute, die stört das. Nee, das sind deine Karten. Ist mir egal. Das ist die richtige Einstellung. Ah, ja, ich gehe davon aus, du möchtest anfangen. Ja. Okay. 3, 7. Mal abheben oder? Ja, stimmt, wolltest du mal abheben. Ja, kannst du noch abheben, gib mir eine andere 7. 7, 7, 7. Ja. Andere 7, bessere 7. Das habe ich im Limited immer das Gefühl, mein Gegner abhebt, habe ich so eine geile Starthand. Ja, das ist der Wahnsinn. Passiert mir aber auch regelmäßig tatsächlich bei. Ah. Oh, nice. 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 I like. Okay. Okay, ja, denke ich mal, kann ich keepen. Dann können wir anfangen zu spielen. Yep. Dann zeig mir. Ursatz-Saga. Yes. Komm, Marke drauf. Ja, genau. Sehen wir. Shadow Spear. Ja. Moxopal. Legendary Rule. Ah, nein. Vergessen. Da kann ich auch nicht vorher noch zum Mana tappen, ne? Nee, ach Mist. Fehler. Oh nein. Du bist. Enterwicht. Oh nein. Marshlets. Fetch auf ein Duel Ponder. Ein blau-weißes Duel. Oh Gott, die Karte ist voll scheiße, weil ich das vergessen habe. Ja, tatsächlich. Nein. Ja, passt schon. Dann Ponder, ich guck mir die obersten drei an. Oh Gott.
und shuffle das und ziehe eine random Karte. Und dann, da ich keine Fast Mana mehr habe, bist du dann dran. Mhm. Oh, Chromox ist ja nicht da drin, ne? Nö, aber Faktländer zum Beispiel. Ja, stimmt. Oh Gott, Herz der Karten. Dann, draw. Ja. Du bist. Oh nein. Oh, scheiße. Oh Gott. Hm. Dann habe ich mal einen Brandstone. Mhm. Dann ziehe ich mal drei Karten. Und leg zwei davon Deck. Marshlets gehe ich noch ein Duel suchen. Und spiele Interview. Dann darfst du. Oh Gott. Mhm. Das nach meinem Draw, ne? Ja. Das heißt, du kannst das Ding noch tappen für Mana, weil es ist eine Mainstep. Okay, dann mache ich das natürlich, dass ja. Ich zumindest nur einen farblosen Mana habe und dann... Genau, geht das draus und du kannst dir entdecken, ein Manufakt, was 1 oder 0 kostet. Nicht Land. Ja. Also, weil Länder haben keine Kosten tatsächlich. Mhm. Auch wenn sie im Deck 0 kosten, am Stack kosten, also die haben keine Nicht-Mana-Kosten, sondern 0. Mhm. Ja, hol ich mir eine Soul Guide Lantern. Yes. Darfst du was bei mir exilen? Ah, Tagecard from the Graveyard. Brainstorm? Okay. Ich weiß jetzt nicht, was das Beste wäre. Schon ganz gut. Okay, das ist jetzt meine Main Phase. Die habe ich gezogen. Hm. Okay, dann kann ich zumindest das spielen. Geil, das Deck macht voll Sinn. Ich kann jetzt ja tappen zum Glück. Genau. Ich habe noch einen Mana tatsächlich. Mhm. Mach ich jetzt das oder das? Ich glaube, ich benutze das. Oder darf ich noch eine Karte ziehen? Okay. Ich weiß, man muss es lieber reinflashen, aber mein eines Mana geht ja flöten. Ja, es geht am Ende des Zuges auch drauf. Oh, das habe ich nicht gelesen, verdammt. Nimm's mal auf die Hand. Entweder den können wir ruhig mal Entscheidungen machen. Ja. Bei dem anderen, beim Mox-Abfall ist halt, das kannst du schlecht selten zurücknehmen. Ja, ja, nee, klar. Dann willst du vielleicht das andere machen. Ja, dann will ich. Moment. Ja, ich muss für Blau tappen, dann kommt Emily. Mhm. Das ist gut. Ja. Eins, zwei, drei. 4. Hm. Okay, das ist okay. Und du kannst gleich ja wirklich den für Mana tappen, den anderen rausholen, Legendary Rule, den zweiten wieder tappen. Das heißt, du hast gerade dein Mana einfach verdoppelt. Ah, stimmt. Ja, geil. Mhm. Nice. Mhm. Das ist gut. Und fertig? Mhm. Equip 2 leider. Leider, ja. Ja. Kann ich es nicht mehr an Emery ausrüsten oder sowas? Nein. Dann bist du. Enter. Eine Marke. Draw. Dann habe ich eine Carbon of Souls auf Core. Mhm. Core, okay. Für weißes Mana und denke Stormforge Mystic. Oha, ja. Stormforge sucht Mystic, sucht mir. Habe ich eine Kaldra? Ich glaube, ich habe die Kaldra aus dem Friedhof gelassen. Sub. Ja, habe ich schon. Eine Kaldra? Nee, ich habe nur eine langweilige Bellaskull. Ja. Keine Kaldra gehabt. Und für ein Mana muss ich leider deine Träume zerschmettern. Ich würde gerne Swords to Plowshares auf Emery spielen, du kriegst dein Leben. Ja. Und dann ist sie exiled. Genau, bist auf 21. Darfst noch abheben. Ja. Dann du. Mal gucken, was passiert. Draw. Okay, Bellaskull ist noch nicht gespielt. Nein, die ist auf der Hand. Okay. Swash muss ich heute auf die Hand. Ja, du bist. Dann, End Up geht auf 2. Mhm. Zieh ich eine Karte. Leg ich ein Fetchland. Scalding Town. Dann würde ich gerne ein Brainstorm spielen. Ja. Jetzt habe ich drei Karten.
Brainstorm ist gespielt, ziehe ich drei Karten, muss zwei wieder weglegen. Ich habe ein Land gelegt, das heißt, du kannst weg. Und ich brauche dich nicht unbedingt. Oh, wenn ich dich spiele und dich spiele. Kann ich das? Ich stehe beiden weg. Ich stehe beiden weg. Dann würde ich gerne fetchen gehen. Mhm. Für mehr Duels braucht das Land. irgendwo habe ich ein Scrubland. Da ist ein Scrubland. Dann würde ich für ein weißes für ein weißes würde ich gerne Ending auf die Solgard Lantern spielen. Handkarten hast du da? Puff. Ja, gut, dann ist das so. Sechser. Dann würde ich für. Achso. Kannst du ihn noch benutzen, wenn du möchtest. Dann gibt es einen Friedhof, das ist, glaube ich, besser. Ah ja, genau, mache ich. Ich sacrifice meinen Friedhof. Exile deinen Friedhof, ja. Dann würde ich nochmals einen Chor spielen. Ah, ist ein Chor, ja. Mhm. Dann würde ich Viole tappen. Mhm. Ein Illusionist spielen. Okay. Dann würde ich mein Deck mailen. Ja. Dann habe ich Trigger der Nakromöben. Ja. Eins, zwei, drei. Dann würde ich. Möchtest du auf den Trigger was tun? Bei den Nakromöben? Ja. Das kann ja sein. Das sind ja Trigger, die in meinem Deck sind. Nee. Ja. Dann würde ich gerne eine Nakromöbe abfahren für ein Cable Therapy auf dich. Ja. Flashback. Ja. A Naming Fairy Macabre. Okay. Jetzt musst du deine Hand vorzeigen. Alle Fairy Macabres abwerfen. Hast du keinen. Gut. Dann opfere ich eine Nakomöbe und Flashbacke noch ein Cable Therapy. Ja, jetzt sagst du Vorsorgbüller. Na sowas. Dann flashbacke ich Red Return vor drei Kreaturen. Ja, und Tassas Oracle. Und hole Tassas Oracle. Ja. Wo ist es? Wo ist es? Das. Warum konntest du vorher nicht. Ah, nee. Stimmt. Du brauchst es vorher nur einmal, die Cable Therapy. Ich habe einen im Sideboard. Ach so. Und boarde die rein gegen Heavy Decks mit verschiedenen unterschiedlichen Antworten. Ah, okay. Ja, ja. Ja. Okay. Und meine andere Möglichkeit ist tatsächlich Stormforge Beatdown und Brazen Beatdown. Und ja, ja. Ja. Ja, das war das Match. Ja. Wie war es so für das erste Mal Legacy? Cool. Hat ja zwar nur aufs Maul heute gekriegt, aber hat mega viel Spaß gemacht. Das ist die Hauptsache.